Na, sowas. Ein Theater. Tom Fan hat schon eine Neigung fürs Dramatische, oder? Ah, nur so ein bisschen. Beep 0. Nur ein kurzer Hinweis, dass meine E-Mail gehackt worden ist. Bitte ignoriere meine Nachrichten bezüglich Herrn Tom Fan. Ich glaube, es handelt sich um eine Falle. Aber das habt ihr jetzt sicher schon selbst herausgefunden. Jo, habe ich. War das für euch sicher genauso offensichtlich war wie für mich? Gezeichnet, dein größter Fan. Ich hatte ja erst die Vermutung, dass der größte Fan von uns ja eigentlich ein Fake ist. Nachdem ich hier in Welt 3 ankam und dann so eine Scheiße kam wie da und da, ach, der ist gut, der Tom Fan, er macht nichts Böses und bla. Nachdem ich jetzt gelesen habe, dass er gehackt worden ist, okay. Dann ist der größte Fan doch wirklich anscheinend ein guter. Oder er ist doch böse und verschleiert alles. Ich weiß nicht, es steht noch nicht fest. Mal gucken. So, ihr habt euch also endlich entschlossen, hier aufzutauchen. Ihr kommt gerade rechtzeitig zur Show. Bowser Jr., du warst es, der uns die Nachrichten geschickt hat und uns gebeten hat, die Relikte der Güte zu suchen. Damit wir das Mondtor öffnen und Herr Tom Fan finden, oder? Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Nun, ich hatte es vermutet. Okay, ich habe es erst in den letzten 30 Sekunden durchschaut. Tom Fan war nur ein Köder. Es war eine Falle, oder? Stand immer Fragezeichen. Also in einem Weltreich statt wie normal Z.B. Stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dieses kleine Detail. Stimmt. Okay. Oh, er existiert wirklich. Dank euch kann er hier auf der Bühne endlich sein erstes Konzert geben. Na los, Bonnie, mach dein Ding. Vielleicht brauchst du nur eine kleine Aufmunterung. Seht her, Tom Fan, besser bekannt als Phantom. Dum, dum, dum. Ich hätte jetzt am besten so ein Mischpult haben müssen. Oder irgendwie so ein Stream Deck von Elgato. Da hätte ich einfach so draufdrücken müssen auf die Taste. Dann hätte, würde so ein Ton kommen. Dum, dum, dum. Das wäre jetzt geil gekommen. Ich hab's dir schon gedacht, am Ende von Welt 4 erfährt man, wer der größte Fan ist. Keine Sorge, ich hab's dir schon gedacht. Hat sich das grauenhaft angehört? Liebt das Rampenlicht? Das Phantom! Dam, dam, dam! So. Muss ich halt selber jetzt mal machen, eben diesen Sound. You think yours is a real mustache? Who's done me a thousand wrongs ever since Donkey Kong? Seethering down every pipe. Despite his plum-shaped body type, who's gone running fear while screaming, Mamma Mia, who leaves me gray and grim? Oh, what does Peach see in him? Mario, with great joy in my heart. Each time I watch Mario Kart, you're first and doing so well. But here come the Spanish Shell. And now you and your rabbi friends have finally met your end. Just let me catch my breath, then I'll rise, see you today.
eine kleine Sache. Ich habe ja gedacht, das Spiel hat schon relativ viele Höhepunkte an Beklopptheit erreicht. Ich habe es wirklich gedacht. Aber mit dieser Einlage, wie der Boss entstanden ist, oder wie der Rat so die Intro-Szene war, ne? Respekt, Ubisoft, Respekt. Also, richtig geil. An sich musikalisch auch sehr gut. Und der Text Hammer, aber... Alter! Sowas von epischer Boss-Auftritt. Ich finde ja von Great Mighty Pooh, wer Kongress bei Förder kennt, kennt er auch Great Mighty Pooh. Fand ich schon geil. Ich muss aber sagen, vom Fans-Auftritt, geil. Richtig, richtig geil. Respekt, also. Das macht mir gerade so richtig Freude, gegen diesen Boss gerade zu kämpfen. Und vor allem wieder diesen Text einfach nur. Der Text, den er gesungen hat, so geil. Mit meiner Magen noch bekloppter, aber da, ja, das hier ist einer der beiden Top-Höhenpunkte. Der beiden Top-Höhenpunkte? Also, wenn es noch bekloppter wird, dann gibt es noch einen Höhepunkt, der besser ist. Echt, echt Hammer. Also, da muss ich sagen, geil. Meine Sensoren deuten an, dass der das Phantom vor Angriff geschützt ist, solange er im Scheinwerferlicht steht. Wenn dieser gierige Singvogel seine letzte Note singen soll, müssen wir einen Weg finden, diese Lichter auszuschalten. Also, irgendwie muss ich ausschalten. Ich schätze mal, ich muss sie treffen. Gucken wir nochmal. Kann ich treffen? Nee, ich kann nicht angreifen. Ich muss sie irgendwie ausschalten. Wie kriege ich die dann kaputt? Hä? Ach, ich muss mit Nahkampfangriff treffen. Ah, jetzt sieht man auch nichts mehr von seinem Bauch, was denn drin ist. Ja, du Armer. Oh, treffe ich. Sehr schön. Oh, der Boss ist geil. Der Boss gefällt mir. Also, finde ich cool. Finde ich sehr cool. I am the great Mighty Pooh. What? Voll nicht übertrieben. How dare you? Geil. Geil. Ich feiere gerade den Boss. Ich feiere ihn gerade richtig. Ich fand ja schon Donkey, also diesen Affen Donkey Kong, schon geil als Boss. Fand ich wirklich geil. Aber der Boss, den finde ich einen Tick cooler. Den finde ich einen Tick cooler. Der macht mir einen Tick mehr Spaß. Von der Aufmachung her. So, jetzt nur noch mit Mario eigentlich und dann müsste der... Brain Drops? Yeah, nein! Oh.
Immer kurz warten. Hoffentlich stabilisiert er sich. Stabilisiert er sich wieder? Nee. Ich glaube, jetzt hat er sich wieder gefangen, ne? Ich glaube, jetzt hat er sich wieder gefangen. Müssen wir mal gucken. Der ist wieder im Scheinwerferlicht. Ich glaube, jetzt hat er sich wieder. Ich glaube, jetzt hat er. Aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal als nächstes die Valkyren platt, ne? Und es kommen Verteidiger. Das gefällt mir ehrlich gesagt gerade gar nicht. Erreicht Peach die? Jawohl, erreicht. Sehr schön, dann ist die Valkyrie schon mal hinüber. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die nächsten platt kriegen. Wir machen das mit Mario, schießen wir drauf. In Hoffnung, dass er das Eisblock trifft. Genau, so wollte ich das haben. Okay, so und nicht anders. Ich glaube, ich hebe mir aber für die nächste Runde den Waffenschaden auf. Also Schadenserhöhung. Weil jetzt hat er nicht wirklich was gebracht. Also lohnt sich nicht wirklich. Deswegen hebe ich für die nächste Runde auf. Stein auch noch. Perfekt. Hätte ja gar nicht besser laufen können. So. Mit Mario haben wir auch noch den Schutz frei, ne? Nee, scheiße. Jetzt muss ich mir gerade überlegen, wie ich das am besten mache. Ich will am besten eigentlich so erstmal die ganzen Gegner aus dem Weg räumen, damit sie mir nicht im Weg rumstehen. Wäre mir eigentlich ganz lieb. Ich glaube, ich stelle mich mal hier hin. Mit Mario. Könnte man eigentlich so auf den Gegner rausspringen. Positionieren wir uns dann hier hin. Werde ich nicht erreichen. Schade, schade, schade. Wo stellen wir uns denn mit Peach am besten hin? Hier hin? Da kommen, stellen wir uns hier hin. Ich hätte, glaube ich, den Dicken angreifen können, ne? Der unter mir gerade steht, ne? Oh. Ja, und ich hätte Schadensvermindung machen sollen. Ja, du. Hör auf zu singen. Danke, dass du den Gegner weggenommen hast. Finde ich sehr schön. Oh oh, oh oh. Ich glaube, der greift jetzt Peach an gleich, ne? Peach ist down. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich glaube, da ist jetzt schon verloren. Ich glaube kaum, dass ich das jetzt noch schaffen werde.
Aber hier Deckung? Ne, scheiße, haben wir nicht. Ich weiß, dass es jetzt sehr schwer wird, weil ich mich nicht wirklich heilen kann. Warte. Ach, da hinten ist auch noch das Ding, was ich zerstören muss. Ach komm, hör auf. Und dann beim nächsten. Ach, dann auch noch dran. Ich glaube, ich starte nicht. Under the spotlight, can't hurt now. Too much state adrenaline. Alles klar, ist okay. Muss nach ganz hinten da. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich stelle mich dann. Ja, ich stelle mich hier in Mario. Waffenschaden erhöhen. Ah, ich starte den Kampf neu, weil das bringt nichts. Also, ich habe zu wenig Schaden jetzt. Ich habe zu wenig Schaden gerade. nein, will ich nicht. Das ist eigentlich einfach im Bonus. Die KP deines Systems wiederherstellen und 50% extra Kraftpunkte erhalten. Nein! Alles klar, das ist einfach im Bonus. Nee, will ich aber nicht. Ich habe noch nie geguckt, was einfach im Bonus überhaupt ist. So, als erstes müssen wir das hier zerstören. Ich hab mir jetzt gerade auch gedacht, ich hätte eigentlich Schaden erhöhen können. Ja, wobei ich jetzt gerade überlegen bin, ist das nicht eher sinnvoller, als erst zwei Küren wegzumachen? Wäre das nicht sinnvoller? Na, egal. Machen wir jetzt vollen Damage auf den Boss. So will ich ja jetzt nicht, dass sie gerade noch keine Schadensverminderung haben. Ich wusste bis jetzt auch noch nicht. Ich habe gerade auf was Y gedrückt halt. Ja. Gott sei Dank. Weil ich will eigentlich nicht wirklich den Einfachmodus haben. Erste Phase geschafft. Ohne Probleme. Kein Stoß diesmal. Sehr gut. Bringt gerade nichts wirklich auf den Boss. So schnell komme ich nicht nach da hinten. Wir gehen jetzt komplett links lang, um den Gegnern aus dem Weg zu gehen, die Verteidiger kommen eh nicht so schnell zu uns hin. Das ist das Gute. Schauen wir uns hier hin. Schauen wir uns hier hin. Mit Yoshi. ja, machen wir das hier. War auch kein direkter Treffer, glaube ich. Hat nur die Barrikade getroffen, deswegen kein Stoß. Das kann natürlich sein. So, erstmal mit Mario. Mario! Mario! Mario, springen wir hier rüber. Machen auf jeden Fall die Heldensicht an. Und Schuss! Und nochmal! Zweimal Sprung. Der müsste jetzt down sein, ne? Ja, er ist down. Sehr schön!
Ist nicht mehr wie geschmiert. Ich könnte mich natürlich jetzt mit Peach hier hinstellen und dann... Ja, das ist aber mir ziemlich zu gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir dann doch ein Ticken zu gefährlich. Oh, treffe ich von hier aus sogar. Na, so war es nicht geplant. Sondern einen der ersten Zelda sogar, wo Mario und Luigi abhängen sind, Gegner auch. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und das hat dem Gegner jetzt was gebracht? Eigentlich nichts. Ah ja, ist ja klar. War ja klar. Klar. Wie mache ich es jetzt am besten? Wie gehe ich am besten vor? Die Gegner sind da oben. Ich bin hier rüber. Komm. Ist alles ein bisschen schwieriger, als man denkt. Komm, bitte. Bitte, 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 bitte! Jawohl! Weg mit dir! So habe ich mir gedacht! Ja, ich setze euch auch ein Schild ein, keine Angst. Mit Yoshi nach oben zu kommen und mit den beiden nach hinten zu kommen. Und das ist so mein Plan jetzt gerade. Um halt ein Schild von ihm runterzukriegen. Ach, wie süß. 4 Schaden. Ah, Stoß wieder. Das war ärgerlich. Stoß war jetzt echt scheiße. Ah, hör auf, den noch weiter zurückzukicken. Es geht gerade gar nicht. Boah, der Gegner ist ja... Ja, toll, jetzt muss Yoshi wieder den ganzen Weg latschen, ne? Und der wird gleich... Oh, nee, der wird echt zu hart auf die Fresse kriegen. Den kann ich nicht so offen hinstellen. Nee, Rapid Peach hätte ich glaube ich nicht bewegen können. Ich glaube, stell dich hier hin. Triffst du? Triffst du. Mit Mario. Muss ich mich eigentlich schon hier hinstellen? Ah. Ist alles nicht so atemberaubend gerade. Wie halt RP-Schau unterstrichen ist bei mir im Chat, ne? Wie ist das so unterstrichen? Ach, weil es ein Link ist, angeblich. Okay. Auch interessant. Ich kann die beiden mit der Granate treffen. Auch gut. Ist auch gut. Ja, mehr kann ich gerade machen. War ja klar. Er macht aber, der Boss selber macht echt verdammt wenig Schaden, muss man dazu sagen. Er selber macht wirklich wenig Schaden. Gott sei Dank.
Also das... So. Ich bin gerade überlegen. Ach, mit Mario komme ich schon so hin. Mit Rabbit Peach kann ich. Ach, halt die Fresse da oben. Boah, ist Nummer 1 platt. So. Mit Rabbit Yoshi stellen wir uns hier hin. Ja. Den Hammer will ich gern für Tom Fahn aufheben. Um maximalen Schaden an ihm mal gleich rauszuhauen. Deswegen stelle ich mich mit Mario eigentlich am besten so hin, dann treffe ich ihn. So. Ist er aus dem Weg. Und Tom Fahn macht, wie gesagt, er macht selber wenig Schaden, deswegen geht's. Es sei denn, er kickt mich nicht raus. Ist okay, du brauchst hier nicht noch weiter rumzusingen, nur weil du mich getroffen hast, du Wichser. Singt er hier noch so ein Todeslied oder was, ey? Spiel mir das Lied vom Tod. So, mit Rabbit Yoshi springen wir nach oben. Dashen das Ding in Grund und Boden. Gehen zurück. Ah, ich habe mich eigentlich nicht wirklich hier gerade gut positionieren. Wenn wir mal ehrlich sind. Dann stellen wir uns oben hin. Auch wenn es jetzt gerade vielleicht scheiße ist. Aber erhöhter Schaden ist auch nicht ganz verkehrt, ne? Wie lange braucht Mario noch bis Dingse? Ah, von Mario Land ist wieder aktiv. Wo ist... Oh, die Reichweite ist jetzt nicht so optimal. Mario stellen wir uns zwar hier so hin. In Hoffnung, dass es reicht, um den Rabbit Yoshi zu erreichen. Nein, ein Feld zu wenig. Fuck. Ah, ich würde eigentlich einen Hammer auf den verwenden. Ich bin auch so ein Intelligenzbolzen, ne? Achso, ich sollte mich mit Peach auch noch mal kurz bewegen. Der Boss wird gleich irgendwann hier auftauchen. Da stellen wir uns mit Peach bleiben wir hier oben stehen, um das halt gleich schnellstmöglich down zu kriegen. Und Stein? Nein, schade. Dann wäre er nämlich down gewesen. Zumindest diese Phase. Und wieder abseits. Es war ja klar. Immer abseits. Immer abseits. Und ich kann ihn nicht gerade heilen. Fick dich jetzt. Und tschüss. It's a me that's go the only words you know. My heart will...
Eine kleine Anspielung auf die alten Teile. Die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Geil. Das ist eine kleine, aber witzige Anspielung. Geil. So. Ich kann eigentlich mit Peach schon fast hier komplett rumlaufen. Muss er hier rum, dann da rum, dann kann ich da hoch und dann kann ich anschießen. Okay. Mich wundert, dass hier gar keine Gegner sind. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Okay. Na, hab ich das verkackt. Egal. I'm a national treasure! Ich glaube, mit Mario komme ich gleich nah genug ran, so als... Ach, da kommen die Gegner. Ach, da ganz oben! Fick dich! Alter! Das bedeutet nichts Gutes, weil er da um sich hat. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Ich würde mich mit Peach eben hier hinstellen. Auf hochspringen. Nee, das lassen wir mal. Ach! Ach! Wie weit kann Peach gerade hier laufen? Ach, hör auf! Hör auf, ey! But light, am I at peace? My stage technique allows me to keep my composure under the spotlight. Nicht bewegen, dann sagst du mir erst dann, na, danke! Du bist auch so witzig, ne? Du wirst versteinert. Ja, bei den Geistern bringt Helden sich nichts. Das ist das Schlimme dabei. Wobei... Oh yeah, Mario time! Gehen wir kurz mal versuchen. Okay, ich habe gedacht, dass ich am Ende noch vielleicht dieses Buh mache und so. Dass er sich dann bewegt, ja automatisch, dass ich ihn dann treffe. Ich bin gerade überlegen. Schadensminderung aktivieren. Sicherheitshalber. Das glaube ich ist nicht ganz verkehrt gerade, ne? State Adrenaline. Ich glaube, wäre nicht ganz verkehrt gerade. Machen wir mal sicherheitshalber. I'm a national treasure. Der war ja Marius nicht weiter. Hab ich ja gesehen. Also. Hat voll nichts gebracht. So, jetzt komme ich aber mit Peach hoch. Wenn es jetzt gut läuft, habe ich ihn, glaube ich, gleich down.
Ich hab den Dash vergessen! Kannst mich jetzt gerade als zu Recht als Idiot bezeichnen. Ich hab den Dash vergessen. Oh. Ja. Stell mir gerade so vor, ne? Gibt ja dieses Internetbild, wo ja fünf Figuren hintereinander stehen und so einen richtigen Faceball durchgekommen. Das stelle ich mir gerade richtig vor. Das. Dass du das machst, ja. Too much stage adrenaline. Es war sowas von mega dumm. Dumm, dummer am dümmsten. Stell mich mit Mario. Ah ne, an den Boss kannst du glaube ich gar nicht mit Nahkampfangriffen angreifen, ne? Bis jetzt konnte ich. Kein Boss konnte man bis jetzt in den Nahkampf angreifen. Ich glaube, dann wird es auch nicht bei ihm gehen. Doch, geht. Nice. Aber erstmal Waffenschaden erhöhen. Und dann gibt's richtig Hardcore aufs Fressbrett. Oh, aller Honig. Ein Schlag über die Hälfte des Lives weg. Wuhu! Ach, mein Yoshi ist down. Manche gehen mit Nahkampf, manche nicht, geht aber so voraus. Voraus, kein Problem. Also der ist jetzt eh down. Der ist jetzt down. Also der wird ja nichts gegen machen können, der Boss. Der ist jetzt hundertprozentig down. Oh, tschüss. Hör auf zu singen. Er hat sein letztes Lied getrellert. Haben wir gekriegt. Okay. Teamaufstieg. Die Kraft unter deinen Helden haben sich erhöht. Nice. Neue Waffen auf Lager. Nice. Schaurige Fahrerprüfungen. Nice. Zertrümmern. Nice.